Recht herzlich willkommen zur 87. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind hier und da ist unsere Kapsel. Wir wollten hier noch Instrumente gerade einmal checken. Okay, da gibt's auch noch was zum Versenden. Machen wir das mal. Updating Data war wohl erfolgreich. Dann haben wir noch ein Thermometer. Das ist auf der Seite. Da ist es. Log Data, da gibt's nix. Wenn wir das recovern, kriegen wir das. Okay, machen wir mal so. Gut, und dann ist das erledigt. Dann hatte der Dralo mir geschrieben, dass ich mal ins Fenster reingucken sollte, beziehungsweise mal die L-Taste drücken soll, dass das Licht angeht. Und dem ist wohl in der Linux-Version des Spiels nicht so. Es geht kein Licht an. Oder aber ist eine andere Tastenbelegung. Ich möchte jetzt aber auch nicht suchen. Warte mal, wir können aber gerade hier mal ihn rauslassen. Da ist er. Drücken nochmal L. Und siehe da, Licht geht. Helmlampe funktioniert mit L. Babyboard. Und ja. Innen geht's nicht. Oder ich müsste da rein, aber jetzt weiß ich auch nicht, die Taste, die das ist. Gut, das ist jetzt aber auch nicht entscheidend, sondern wir wollen ja zurück. Sieht toll aus jetzt hier. Machen wir den Ball auf. Wir müssen jetzt, warte mal, irgendwo ein Manöver einsetzen und ich denke mal Add Manöver. Wir escapen hier im Endeffekt. Oh. Da war gerade eine Apoapsis, ne? Eine Periapsis, da oben ist er. Kerbin 48, das ist doch gut. Ja, fliegen wir zwar weit in dem Sinne da raus, aber ich glaube, da raus fliegen wir gar nicht, weil wir fliegen ja dann nach da. Und sollte schon der Idealfall eigentlich sein, ne? Ausrichten nur. Dahin. So, runter. Das so halten, bitte schön. Und wenn wir in der Nähe sind, was wir mit einem Time Warp machen können, Warp. Next Manöver kann man das machen. Und dann können wir ja schon Vollgas geben, ne? Und dann passt das, oder? 17. Ja, wenn der Warp aus ist, können wir gleich loslegen. Denn das Brennen wird wohl etwas länger jetzt dauern. So, dann mal Vollgas. Und da wächst hier schon der Dämon. Apoapsis wächst, genau. Dann verlassen wir die Umlaufbahn. Können gleich nochmal gucken, ob wir irgendwo mit dem Barometer was messen können. Wenn wir weiter weg vom Mond sind oder so. Ja. Dauert eine Weile hier, ne? Licht geht also nicht im Fenster. Weiß ich jetzt auch nicht. Muss ich mir nochmal genau die Shortcuts angucken. Und dann wird das wohl werden. Ah, da sind wir schon raus. Okay. Wie sieht's aus? Oh, Delta V ist gut. Wir uns keine Gedanken drum machen. Gut. Jetzt muss diese Linie nur bis hier ran und dann sind wir optimal unterwegs, oder? Wie bleibt er hier? Ah, guck mal, unter 4,5 Millionen Entfernung zum Kerbin. Alles gut. Das wird gleich werden.
gewiss. Unsere Kapsel und das andere war seine Kapsel. Ich weiß gar nicht, wie er jetzt hieß. Können wir gerade schnell noch einmal nachgucken, ne? Jutta. Gut. Ja, ist ein bisschen aus dem Weg hier. Könnte man nachkorrigieren. War alles halb so wild. Weil wir kommen da schon näher. So. Ja. Wenn wir hier gleich nahe sind, dann passt das schon. Können wir hier besser sehen wie da oben zur Zeit, ne? Zup. Gut, dann können wir eigentlich das Manöver hier löschen. Und wir fliegen mal bis dahin, denke ich mal. Und dann sollten wir vielleicht einmal schauen, ob wir da noch was beim Barometer senden können oder so. Nee. Keep Experiment. Und wie war das mit dem... Müssen wir so rumdrehen. Na, komm, erstmal aus. So, Look Temperature. Ja, komm. Keep Experiment. Ja. War es nicht. Dann nochmal hier bitte hin. Warp hier. Sieht auch gut aus, ne? Sind wir weit weg. Sind hier diese Dingens weggegangen. Ach so, 4 Minuten noch, na. Completed. Da ändert sich nichts. Dann drehen wir einmal um 180 Grad zum Barometer. Und da ist auch nichts. Gut. Dann sind wir eigentlich so weit, dass wir jetzt bis dahin warpen können. Aber ich glaube, da ändert sich jetzt auch nichts von der Entfernung mehr. So, da kommt der Punkt auf uns zu. Und jetzt muss gleich die Bahn wechseln. Oder ist sie schon? Ja, ich glaube noch nicht, ne? Dann wird es blau. Kurz davor. Moon Escape ist in 26 Sekunden. Ja. So, jetzt habe ich irgendwas gedrückt, ja, und das war nicht das Richtige. Aber Lock Pressure können wir nochmal gucken. Keep Experiment. Und ach, hier ist hinten. Ne, Barometer hatten wir. Gucken wir hier nochmal rein. Tut sich nichts. Da gibt es auch gar keine Punkte jetzt mehr für. Auch wenn wir es bergen. So, schneller habe ich schon rausgefunden, ne? Das ist jetzt hier die Punkttaste. Und langsamer ist die Doppelpunkt und Komma, ja. Und was hatte ich gerade eben? Das ist die MIP. Eben habe ich noch was gedrückt gehabt. Na, ja, hat sich nichts getan. So, jetzt müssten wir mal auf die große Karte nochmal gucken. Wir könnten mal bis dort Warp machen. Warp hier und dann müssen wir uns ausrichten und
uns näher ranholen, ne? Weil wir müssen ja diese dicke Kurve da hinten loswerden. Ja, ich glaube am besten noch bis dahin. Und dann Retrograde ausrichten. Können wir schon machen und dann müssen wir nur brennen und dann müsste das eigentlich hier kleiner werden, oder? Das sieht gut aus und hier bleibt es relativ konstant. Gut. 11. 200 Delta V haben wir noch. 73, wir würden jetzt momentan, glaube ich, noch abgebremst in der Atmosphäre, oder? Das Kapsel ist auch noch da. Aber fällt auch langsam runter. Das kriegen wir auch, glaube ich, gut hin. Sonst müssen wir es hier ändern. Direkt drauf fallen. Nur mal schauen. Ja. Ob wir es auch so hinkriegen. 130, ich glaube, das kriegen wir auch so hin, dass wir schneller runterkommen. Das wird ja auch kleiner jetzt schon. Drei Millionen. Ja. Nur, vielleicht werde ich gleich ein bisschen behalten. So 20. Jetzt dauert das nachher ewig, bis das klein wird, ne? So, wenn wir da sind, brennen wir nämlich nochmal weiter, dann verringern wir den, dann stürzen wir direkt drauf, oder? Ja, up to here dann, ne? Gut. Wir sind noch ausgerichtet. Dann müssten wir eigentlich jetzt uns hier verkleinern können. Und dann müssten wir in der nächsten Runde eigentlich schon herabfallen, oder? So. Ja, haben wir auch nichts mehr drin, ne? So, dann etwas zügiger das Ganze. Sollte klappen. Ja, wir können noch einen schneller machen, ne? So. Bisschen mehr mutig sein hier. So, dann ist gleich die Höhe erreicht, wo wir... Stopp, Rechtsklick, so. Nicht mehr so schnell warpen können. So, da tauchen wir ein jetzt. Und er soll jetzt flott kleiner werden, ne? Oder haben wir noch so eine hohe Geschwindigkeit, dass wir einmal noch durchgehen? Könnte auch sein. Bleiben wir hier? 30. Jetzt müsste eigentlich klappen, dass wir da runterkommen, oder? Obwohl, ja, ich glaube, in der ersten Runde wird das nichts werden, oder? Zwei Millionen auf der Seite und dann jetzt schneller, kleiner, aber reicht das? Doch, der Luftwiderstand kommt jetzt, oder? Ich mach's mal kleiner, langsamer. Bevor mir da was abreißt. Doch, der Luftwiderstand ist schon enorm. Wir sind noch davor. Nee, wir kommen vorher runter. Passt. Oh.
glaube, wir müssen noch was absprengen, ne? Oh, da haben wir Glück gehabt, dass wir uns nicht selber erwischt haben, ne? Ja. Nochmal einfache Geschwindigkeit gerade, weil wie man sieht, wird das gerade heiß, ne? Die Antenne das mitmacht, ist die nächste Frage. Oh, sind verdammt schnell unterwegs, ne? Kann das sein? Muss ja nicht langsamer? Ah, ne, hier ist die Höhe. Okay. Schon krass. Ja, wir sind ziemlich flach am Eintauchen, ne? Was ist denn, ja, eine harte Landung jetzt, kein Wasser. Aber er müsste mal langsamer werden, ne? Werde ich jetzt den Schirm auch mal so ab. Ja. Horizontale Geschwindigkeit. 18.000, aber die Höhe ist ähnlich, identisch. Ah, jetzt bremst, jetzt kommen wir in der richtigen Atmosphäre an. Na? Und da wird es dann auch etwas kälter. Da sehen wir jetzt auch was. Ich dachte, wer dunkel ist, gar nicht dunkel, ne? So. Da hinten ist die Stufe wahrscheinlich, der Moon Rescue, ja, also der geht da hinten irgendwo nieder. Und dann haben wir es hier gleich erledigt. 7000, ja, 2000 sind die Berge hoch. Gut. Schöner wäre es noch ein bisschen langsamer zu werden, ne? So, ich glaube, jetzt schmeißen wir mal einen Schirm raus. Und da kommt er gleich. Ah. Der wackelt ganz gut, ne? Ganz schnell unterwegs hier. Bom, das war die Stufe. Können wir irgendwo einen Schatten schon sehen? Nee. Muss aber eigentlich, ne? Das. Nee. Wird schon werden. Die letzten 100 Meter kriegen wir auch noch hin. Da ist der Schatten. Und Touchdown. Hier ist irgendwie falsch gewesen, ne? Oder? Da. Okay. Hat geklappt. Hier kriegen wir nochmal was. Senden wir ruhig auch. Und ich glaube, ich komme nicht unbedingt dran. Doch, komme ich. Und da kriegen wir auch nochmal was.
Gut. Jetzt rollt er irgendwo hin. Das ist ja gar nicht schön. Report. Geht nix. Gut, dann können wir jetzt hier definitiv recovern. Ja, sind wir gelandet. Und ich würde sagen, alles Weitere machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.